Marco Reus zerknirscht beim Lauftraining. Dortmund Star muss die Rekordsumme von 540.000 Euro Strafe zahlen, wegen Fahrens ohne Führerschein. Wobei seit heute feststeht, dass Reus überhaupt gar keine Fahrerlaubnis hat, aber trotzdem gerne viel und oft zu schnell am Steuer unterwegs war. Ein dickes Ding. Ich war auch überrascht. Mit Marco hat morgen gesprochen und Marco ist ja, maximal einsichtig. Ist da irgendwann in seinem Leben, um im Thema zu bleiben, falsch abgebogen. Zwischen September 2011 und März 2014 ist Reus laut Strafbefehl 6-mal vorsätzlich ohne Führerschein gefahren. Am 18. März wurde der 25-Jährige bei einer Polizeikontrolle in der Dortmunder Innenstadt mit seinem Aston Martin erwischt. Zuvor war er bereits mehrfach geblitzt worden. Weil er anstandslos die Bußgelder zahlte, fiel die fehlende Lizenz nie auf. Reus hatte zwar mit 18 Fahrstunden genommen, jedoch nie die Prüfung gemacht. Ich kann, wenn man ein bisschen sich damit beschäftigt, denke ich, kann man nachvollziehen, oder dann kommt irgendwann der Moment, wo es einigermaßen schwierig ist, als Marco Reus noch mal mit dem Auto in die Fahrschule vorzufahren und zu sagen, so, ich müsste übrigens den Führerschein noch mal machen. Das sind solche dummen Geschichten, wo es irgendwie so richtigen Ausweg nicht gibt, bis man dann ja, sozusagen erwischt wird. Rolls-Reus heißt es süffisant bei Twitter. Mehr als eine 500.000 Strafe ist natürlich ein großes Thema. Jahrelanges Fahren ohne Führerschein ist kein Kavaliersdelikt. Bundesliga-Profis und ihre viel zitierte Vorbildfunktion, auch das ein Thema. Aber über diesen Aspekt will Jürgen Klopp gar nicht diskutieren, stellt sich vor Marco Reus. Marco kennt ihn jetzt seit mehreren Jahren. Er ist mir nicht auffällig geworden als jemand, der häufiger so am Rande der Legalität irgendwas macht, sondern es ist ein ganz, ganz toller Kerl. Und der da einen Fehler gemacht hat, den er selber nicht mehr ausbügeln konnte und wahrscheinlich sonst kaum jemand davon wusste. Sonst hätte man ihn ja beraten können in dem Bereich, wie man das angehen kann. Aber das konnten wir nicht, weil wir es nicht wussten. Jetzt wissen wir es. Aber jetzt ist auch der Strich drunter für uns. Und jetzt geht's ganz normal weiter. Marco Reus will jetzt erstmal seinen Führerschein machen. Fahrschulen in Dortmund gibt es ja genug. So, Herr Reus, dann geht's nun an die Praxis. Ist zwar kein Aston Martin, aber ein BMW. Ich denke, der tut's erstmal auch. Viele Fahrstunden, denke ich, brauchen Sie eh nicht. Fahrpraxis haben Sie ja genug.